Ja, moin Otschi. Moin. Gegen Werder zwei Eigentore provoziert, dann gegen Nürnberg hast du das Tor von Steven eingeleitet. Bist du zufrieden mit den letzten Wochen? Ja, ich glaube, ich selber bin auch zufrieden mit der Leistung. Wir auch als Mannschaft haben, glaube ich, die letzten Spiele auch ganz gut gespielt, sind jetzt, glaube ich, seit 5 Spielen ungeschlagen und glaube auch, dass wir in den 5 Spielen, jetzt in den letzten 5 Spielen auch jeweils eine gute Leistung gezeigt haben. Wenn wir mal auf deine erste Halbserie hier zurückblicken, hattest du ja auch mit den Siegtoren gegen Aue und gegen den HSV zwei Highlights. Wie bewertest du deine erste Halbserie hier? Fühlst du dich schon angekommen in der Mannschaft? Ja, mittlerweile kann ich, glaube ich, behaupten, dass ich schon angekommen bin in der Mannschaft. Ja, ich glaube, es braucht immer ein bisschen Zeit, um sich zurechtzufinden in einem neuen Verein, dann auch wieder zurück in Deutschland zu sein. Ist ja schon ein kleiner Unterschied, wie es in Holland war. Aber ich glaube schon, dass ich jetzt mittlerweile angekommen bin. Ja, fühle mich auch wohl in der Mannschaft. Ja, in den letzten Spielen haben wir es auch sehr gut gemacht. Dann ist, glaube ich, auch eine gute Stimmung in der Mannschaft. Und ja, ich bin auch froh, dass ich meinen Teil dazu beitragen konnte. Gute Stimmung war ja auch beim Heimabschluss gegen Nürnberg. Jetzt steht aber noch die letzte Auswärtstour an. Wie geht ihr die an? Ja, ich glaube, ganz normal wie die Spiele davor. Also wir fahren auf jeden Fall hin, um 3 Punkte zu holen. Stehen ja jetzt, glaube ich, gerade auf dem 9. Tabellenplatz. Und den wollen wir auch halten und auch einen positiven Abschluss zum Ende haben. Und ja, dann auch mit einem guten Gefühl dann in die neue Saison reingehen. Und deswegen nehmen wir das Spiel komplett ernst. Ja, die Spannung ist im Training immer noch da. Na klar ist da ein bisschen Lockerheit mit bei, gehört, glaube ich, auch dazu. Aber ja, wir fahren dahin, um 3 Punkte zu holen. Holstein steht in der Rückrundentabelle auf Platz 4 mit 27 Punkten, aber auch Sandhausen hat mit 24 Punkten eine echt starke Rückrunde gespielt. Wo siehst du da die Stärken beim kommenden Gegner? Ja, ich glaube, die kommen über ihre Physis, verteidigen gut, greifen gut an. Ich glaube, die haben auch Achtungserfolge gefeiert, wie zum Beispiel unentschieden in Bremen, in Nürnberg gewonnen. Ich glaube, das sind keine Laufkundschaften und deswegen wird das eine harte Herausforderung, aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch packen werden. Otschi, wir hoffen nochmal auf 3 Punkte, wünschen viel Erfolg. Danke. Und dann wohlverdienten Urlaub. Dankeschön.